So, willkommen zurück zu Outlast. Whistleblower. Natürlich machen wir hier weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Diese Tür muss von Handschellen befreit werden. Weil dazu brauchen wir den scheiß verfickten Schlüssel. Denn jetzt wird es wahrscheinlich interessant. Sobald wir rennen, ist vorbei. Das wird er natürlich gehört haben. Rennen wir ein bisschen und machen direkt hinter uns zu. Oh Gott, wo ist der Schlüssel? War nämlich eine knappe Nummer. Oh fuck. Ne, tust mir ja nichts, weil du bist ja mein Freund. Scheißkranke Welt hier. Ey, der verfolgt mich, ey. Die Handschellenschlüssel, sehr schön. Müssen wir versuchen, hier irgendwie rauszukommen, aber hier haben wir noch mal ein Dokument. Boah. Ich hab's verkackt. Oh Gott, wo bin ich? Es sind Stunden vergangen oder Wochen. Mein Hirn ist mit Statik gefüllt. Sie haben mich dazu gezwungen, ihn anzuschauen. Den Antrieb. Muss Hilfe holen. Unbedingt Hilfe herholen. Lisa, es tut mir leid. Sollte ich sterben, da weiß ich echt, dass du mich finden wirst. Ich weiß, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe, du findest die Kamera bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Beweise hier drauf das tun können, was ich nicht konnte, die Wahrheit sagen. Lisa, Baby, es tut mir so leid. Ich hab's verkackt. Ich dachte, ich tue das Richtige. Ich habe sowas von verkackt. Geschlechtsauswahl aus dem Mondmassiv. Vertragsparteien. Fall MM120071, Aktualisierung 271. Formhinweis: Alle Inhalte müssen ungeschrieben und juristisch überarbeitet werden. Siehe Formular 4083, um den anhaltenden Rechtsstreit 12000715 dienlich zu sein. Autor: Ethan Schrieskandraja. Hinweis: Dies ist eine Anfrage für eine spezifische juristische Konsultation in den anhaltenden Rechtsstreit von Melissa Show gegen Murkoff Kathedrale Psychiatrie INC USA, ursprünglich eingereicht in 2010.
Zum Zeitpunkt von Mrs. Groß Kündigung waren die psychosomatischen Wirkungen des morphogenetischen Antriebs auf weibliche Angestellte und Patienten bereits gut etabliert. Mehr als 7 weibliche Angestellte und Patientinnen waren innerhalb weniger Wochen von einer Scheinschwangerschaft betroffen. Bevor sie Fehlgeburten der nicht existierenden Kinder erlitten, 5 von ihnen verstarben. Weibliche Angestellte wurden in höhere gelegene Stockwerke der Einrichtung verlegt, dann in den anderen Gebäuden und schließlich komplett aus der Mount-Massiv-Einrichtung entfernt. Projekt Wallrider bedurfte einer absoluten Geheimhaltung, um die bedingten Faktoren zur Versetzung und Kündigung zu gewährleisten, was allerdings von einigen gekündigten Betroffenen als eine Ungerechtigkeit wahrgenommen wurde. Mrs. Co. hat gerichtlich eine Freigabe des IFG erstritten in Bezug auf die Dokumente, die ihre Kündigung betreffen. Um zutreffend stellende Informationen zu präsentieren, müssen diese Dokumente erstellt und nachdatiert werden, ohne die Geheimhaltung des Projekts zu gefährden. Bitte um Anweisung, Ethan Schrieskandaraya, Berater MM 214. Oh. Lange, lange Texte. So, jetzt müssen wir versuchen. Wieder zurückzukommen. Okay, los jetzt. Renn, renn, renn. Fick dich. Du kriegst mich nicht. Ich danke dir fürs Freihalten. Alter, mein Saufen. Fuck. Alter, wo sind wir denn hier gelandet? Und wie gesagt, ich versuche wirklich alle Dokumente und Notizen zu finden, um vorzulesen. Also ist wirklich sehr hilfreich in das Spiel und ich würde es mir auf jeden Fall anhören. Ja. Nur so erkennt man die Geschichte. Nur mal so als Hinweis. Oh, das wollte ich gar nicht. Alter, sind wir hier in Auschwitz oder was? Komm, 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 das wird heiß hinter mir. So ein Dreckspsychopath, Alter. Schauen wir ja hier irgendwas. Vielleicht ein paar Batterien. Ja, sag doch. Weil die können wir nämlich immer gebrauchen hier in diese scheiß Drecksloch, Alter. Aber der Arsch mich echt grillen, ey. Passt nicht, ey. Eine Lampe. Ja, was ist das hier, eine scheiß Kapelle oder was? Ui, mal wieder was zum Lesen.
Gott und Familie. Boah. Auszug einer Aufnahme von Dr. Blues New House. Doktor, angestellt im Mount Massive Hospital von 1958 bis 1965. Pfarrer Clark oder Clegg. Es liegt mir fern, ein Mann Gottes zu belügen, also lassen Sie sich mich sagen, dass ich mein Bestes tun werde, um die Sicherheit Ihrer Arbeitsumstände zu verbessern. Ich und der Rest der Angestellten wissen all die Dinge, die Sie für uns tun, wirklich zu schätzen. Und sollten Sie sich von jemandem bestimmten bedroht fühlen, lassen Sie uns bitte wissen. Wir können dann entweder die chemische Fixierung verstärken, eine Lobotomie durchführen oder eine ähnliche Beruhigungsprozedur. Ehrlich. Bitte unterschätzen Sie den Wert Ihrer Messen für unsere Patienten nicht. Unsere Patienten benötigen die Kraft um den Halt von Gott und Familie, vor allem wenn man die Tiefe und die notwendigerweise chaotische Natur der Hypotherapie betrachtet. Nicht alle unsere armen Schäfchen haben eine Familie, an die sie sich wenden können, und somit fällt diese Last und diese Berufung auf sie. Wir alle bauen auf ihre Glauben und ihre harte Arbeit. Diktiert, aber nicht gelesen, Dr. Newhouse, Doktor, 20. Mai 1961. Sehr schön. Denke mal, hier war doch eine Tür und. Oh, nee, ist doch keine Tür, war doch. Die ist zu, ey. Wie sieht's hier? Und da ist auch zu. Oh, fuck, ey. Hier ist auch noch eine Tür. Ah. Ups, das ist der falsche Weg. Das ist ja hier die Leichenkammer. Nicht schön. Her. Wahrscheinlich alles Gute kommt von oben, ey. Ja. Na, es geht doch. Müssen wir hier wieder ein bisschen klettern. Boah, komm hoch mit dir. Jawohl. Ein bisschen Batterien sparen hier. Alter, das höre ich aber auch nicht gerne. Oh, ich ahne Schlimmes. Sieht ziemlich zu aus. Oh Gott, Alter. Denn das hier für ein Drecksloch, ey. Noch nicht eher, ich bitte euch, ey. Echt, ohne diese scheiß Lampe, Alter. Von der Kamera, Alter, bin ich gleich aufgeschmissen, ey, mit den Nachtsichtgerät hier. Oh Mann, ey. Ich bin
Neurologie. Oh Mann, Alter, hier muss ich aber nicht behandelt werden als Patient. Oh, nicht du Missgeburt, Alter. Scheiße. Komm, renn, 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 renn. Oh, renn. Ach, fuck, wo lang? Oh, nein. Lasst euch nicht stören. Ich hoffe, wir finden noch ein paar Dokumente zum Lesen. Alter Verwalter hier. Oh, das ist natürlich zu. Nicht weiter. Oh, Alter. Jeden Schritt, du hier machst, Alter. Dreh das Gas ab, um Zugang zur Luftschleuse zu bekommen. Dreh das Gas ab, ey. Nur das Gas. Unterschiedliche Auswirkung. Boah. Lisa oder wer auch immer das hier findet, sei dir bewusst, dass Murkoff Monster erschafft. Das Murkoff Monster erschafft, so. Ich habe die Patienten nie wieder gesehen, nachdem sie sogenannte Therapien dieses Deutschen durchlaufen haben. Der Antrieb so viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Sie mögen euch Menschen. Sie mögen noch Menschen sein, aber irgendetwas aus ihnen herausgerissen. Aber irgendwas wurde aus ihnen herausgerissen. Hm, okay. Und so viele andere Dinge wurden hineingestoßen. Sie waren nicht alle Mörder, sie waren krank, aber keine Killer. Murkoff machte sie zum Monstern. Dr. Rosette sagte, der Antrieb habe unterschiedliche Auswirkungen. Die unterschiedlichen Resultate zu wechselhaft, als dass man irgendeine Vorhersage machen könnte. Alles klar? Ich dachte, es sei Kantinengeschnatter, Rauls endlose Gerede, ich hätte zuhören sollen. Ja, hättest du. So, jetzt versuchen wir mal das Gas zu entlüften, ne? Oh, gar nicht schlimm. Gar nicht schlimm mit. Du machst das schon. Zwei 237.
237. Achso, da knallt er mit seinem Kopf irgendwo. Okay. Naja, kann er ja machen. Scheiß Batterien, Alter. Alter, was ist denn hier passiert? Mann, oh Mann, oh Mann. 225. Hier liegen keine Batterien, ey. Mann, ey. Das ist echt knapp, ey. Oh, fuck it, ey. Komm, mach die Brett zu, ey. Ja, 237. So, somit sind wir erstmal in Sicherheit. Oh, komm, komm. So schnell irritieren, wo lang? Hier lang. Oh. Alter. Heftig. Hundertvierzig, Alter. 242. Das zu, fuck. Oh. Alter, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Go away. This is my place. Ja, du kannst ja da sitzen, dann habe ich nicht stehen. Mal gucken, wo wir jetzt scheiß Gas abdrehen können, ey. Oh, ist ein bisschen Irritierung verloren hier. Gasraum, da lang. Oh, Batterien, sehr schön. Oh fuck. Boah, ich geh nicht. Fuck. Oh, ich hab voll die Irritierung verloren. Aber würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall in der nächsten spritzigen Runde weiter. Also haut da rein. Bis dann.